Ja, wir wollen die Frage ansprechen, welche Rolle der Ozean für unsere Gesellschaft spielt. Also der Ozean bildet die Lebensgrundlage für unsere Gesellschaft. Er versorgt uns mit einer Vielzahl von Ressourcen, mit Energie, mit Nahrung, mit Fisch, mit medizinischen Wirkstoffen, mit mineralischen Ressourcen und darüber hinaus auch mit Energie. Und er reguliert unser Klima. Etwa 30% des anthropogen erzeugten Kohlendioxids wird vom Ozean aufgenommen. Darüber hinaus wird 50% des Sauerstoffgehaltes auf unserer Erde von marinen Phytoplankton erzeugt. Und der Ozean ist unser wichtigstes Transportmedium. Mehr als 90% des Seeverkehrs 90% aller Waren werden über den Seeverkehr transportiert. Und was ist jetzt das Problem mit dem Ozean? Das Problem ist, dass wir also sehr stark abhängig sind und ein Großteil, zumindest ein Teil der Weltbevölkerung, genießt die Wohltaten des Ozeans. Aber die Gesundheit der marinen Ökosysteme, die uns diese Vorteile, die Ressourcen, die Sauerstofferzeugung ermöglichen, die sind stark gefährdet durch die Meeresverschmutzung, durch über eine Übernutzung der Ressourcen, durch auch durch den Verlust der Artenvielfalt und natürlich auch im Rahmen des Klimawandels. Das heißt, wir haben das Problem mit einer möglichen Veränderung der Ozeanzirkulation, der Anstieg des Meeresspiegels und auch das Problem der Versauerung des Meerwassers. Wir wissen das alles, aber wir tun nichts. Das ist richtig. Es wird eine ganze Menge getan auf internationaler Ebene. Aber das Problem ist eben halt, auch wenn man gerade an das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung denkt, dass jeder Einzelne gefragt ist und dass unsere Produktions- und Konsummuster verändert werden müssen und es nicht ausreichend ist, dass eben auf politischer Ebene was passiert. Und in dem Kontext ist festzustellen, dass eben einem Großteil der Menschen nicht bewusst ist, welche Rolle der Ozean für unser Leben auf der Erde spielt. Und das hat zum Teil damit zu tun, dass eben halt viele Menschen, gerade die nicht an der Küste leben, gar keinen Bezug oder nur einen geringen Bezug zum Ozean haben, ihnen der Ozean eben halt auch, sie kein Wissen über den Ozean haben. Ja, und ja, es gibt so Stichworte wie Ocean Governance und Ozeannachhaltigkeit und scheinbar wissen wir viel, aber die Zukunftsprognose ist ja dann doch recht düster. Das stimmt. Neue Hoffnung gibt es eben aber halt, weil vor 2 Jahren, 2015, ist in New York die Agenda 2030 für Nachhaltigkeit verabschiedet worden. Und da ist zum ersten Mal innerhalb von 17 Nachhaltigkeitszielen auch ein extra Nachhaltigkeitsziel für den Ozean verabschiedet worden. Und das gibt zumindest auf der internationalen, auf der politischen Ebene die Hoffnung, dass eben das Meer und die Probleme des Ozeans eben halt jetzt auch international stärker in den Blick genommen werden. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielen Dank. Das ist sehr interessant. Dankeschön. Ja.